Ja, sehr verehrte Delegierte, liebe Parteifreunde und Gäste der AfD. Mein Name ist Stefan Klass, ich bin 45 Jahre alt und vom Beruf Industriemechaniker. Und als solcher seit über 20 Jahren in der fleischverarbeitenden Industrie als Instandhalter tätig. Ich bin Mitglied im Kreisverband Bahndorf und in Deutschland auch mehrfach tätig gewesen als Partner auf Demonstrationen und Veranstaltungen und die vorangegangenen Wahlveranstaltungen auch als Delegierter. Ich selbst bezeichne mich gerne als freiheitsliebenden, nationalkonservativen Realisten. Wie Sie sehen, trügt manchmal der Schein, die Dinge sind ganz anders, als man meint. Wir haben jetzt hier die letzten Veranstaltungen jede Menge Ist-Beschreibungen präsentiert bekommen, was ich nicht besonders zielführend halte, weil dann kann ich auch einen Blick in die Zeitung oder ins Internet werfen. Und das ist auch der Grund, warum wir alle hier sind, warum wir uns bei den Wahlen der AfD zusammengefunden haben. Stattdessen waren wir auch damit beschäftigt, uns gegenseitig ans Bein zu winkeln und uns die Augen auszukratzen. Und solche machtpolitischen Spiele interessieren mich nicht. Ich wäre da eher an einer Lösung interessiert, die habe ich hier bis jetzt aber eigentlich nur ansatzweise erkennen können. Da mein Thema ein sehr sensibles ist, möchte ich ein Zitat von Carl Gustav Jung vorausschicken. Denken ist schwer, darum urteilen wir nichts. Was wäre, wenn wir über Nacht ein Volumen von 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen freireisen könnten? Einen Markt erschließen könnten, der ein Umsatzvolumen von 20 Milliarden Euro einbringt und zudem in der Lage wäre, weniger qualifizierte Menschen in Lohn und Brot zu bekommen und Polizei und Gerichte zu entlasten. Die Lösung dafür wäre relativ einfach. Hören wir auf, die Lebensrealität von 4 Millionen Deutschen zu ignorieren und entkriminalisieren wir den Handel. Oder Ihnen vielleicht besser bekannt unter dem politischen Kampfbegriff Marihuana oder Cannabis. Wenn Sie jetzt lieber Ihre indoktrinierte Meinung behalten wollen, können Sie gerne den Saal verlassen, denn jetzt kommen hier noch Fakten. Die gerade erwähnten Zahlen sind Hochrechnungen, beziehen sich auf die Zahlen aus Colorado von 2016 auf dem Bereich Genussmittel und Medizinalhandel. Die Menschen kiffen unabhängig von der Gesetzeslage, das ist eher eine reine Trendfrage. So sind in Frankreich zum Beispiel die Strafen drakonisch bei Konsum, aber das Konsumverhalten ist höher als in den liberalen Niederlanden. Auch gab es keinen Anstieg der Konsumenten nach der Legalisierung in Colorado und in den Niederlanden war sie sogar leicht rückgängig. Und in beiden Fällen sank die Zahl der Drogen. Durch die Entkriminalisierung würden auch endlich diese dämlichen Hürden und Repressalien wegfallen, die der Staat gegen deutsche Nutzhandbauern verhängt. Ich möchte hier mal ein Beispiel für diesen Wachstumsfaktor geben aus der Automobilindustrie. Und zwar geht es da um die Formpressteile. Diese sind aus Hanf hergefertigt, da dieser Anti-Allergen, Antifungizid, schwer entflammbar ist und die Faserlänge das Verletzungsrisiko senkt. Nur 8% der Nutzhandfaser, die da verwendet werden, stammen aus Deutschland. Hier liegt an diesem Binnenmarkt brach. Statt also unsere Böden mit Mais zu verkarzen und unnötig mit Chemie zu belasten, können wir besser auch Hanf verfeuern in diesen unsäglichen Biogasanlagen. Statt uns den Arsch mit Holzpapier abzuwischen, könnten wir dafür genauso gut Handpapier nehmen. Man kann dieselbe Menge Papier entweder aus 4 Hektar Wald gewinnen oder aus 1 Hektar Hanf. Wohingegen der Hanf aber nur ein Siebtel der Schwefelsäure bei der Herstellung benötigt. Und auch ist die Gutenberg-Bibel heute nur in Johannitalien stand, da sie auf Hanfpapier geschrieben wurde. Wohingegen Holzpapierleichen im Vatikan unter riesigen Hungerlöhnen vor sich hingammeln. Seit über 90 Jahren ist der Handel jetzt Opfer von Prohibitionen, Mainstream-Medien und Indoktrination und sogar die Forschung dazu war lange Zeit auch auf medizinischen Bereich verboten. Und so entdeckte man erst 1964 das psychoaktive THC und erst über 20 Jahre später das körpereigene Endokannabinoid-System. Auch die Technologie ist vor 90 Jahren stehen geblieben und bietet somit einen riesengroßen Vorteil und wir könnten dadurch jede Menge weniger qualifizierte Menschen Lohn und Brot bekommen. Und auch die Frauen, die bei Stecker gekündigt wurden, würden hinter dem Coffeeshop-Tresen besser aussehen als am Arbeitsamt. Statt also Wachstumschancen im Bereich Landwirtschaft, Technologie, Medizin und Genussmittelmärkte zu nutzen, begrüßen wir einen Schwarzmarkt, der damit den Terror finanziert. Auch ist weder Jugend- noch Verbraucherschutz von der Gesetzeslage möglich und es findet auch keine soziale Kontrolle statt. Dem Dealer in der Ecke ist es auch scheißegal, ob er 12 oder 82 ist und die Ware ist auch zur Gewinnmaximierung gestreckt. Ich plädiere hierfür für eine kontrollierte Abgabe von Hand als Genussmittel an mündige erwachsene Bürger. Für eine Entlastung von Polizei und Gerichten, für Verbraucher- und Jugendschutz, für neue Wirtschaftszweige, Arbeits- und Absatzmärkte. Die Entkriminalisierung schreitet weltweit voran. Lassen Sie uns hier nicht Schlusslicht sein und nutzen wir diese Chancen, die hier offen vor uns brach liegen.
und ignorieren wir nicht die Lebensrealität von 4 Millionen Deutschen. Der Hanf ist tief in unserer Kultur verankert und ich möchte Ihnen dafür auch gerne zwei Beispiele nennen. Zum einen wäre da zu nennen die Germania von Paul Veit. Wenn Sie das Bild betrachten, konzentrieren Sie sich mal auf die Pflanzen in der Schwertwand. Und auch Wilhelm Buschs plattdeutsches Gedicht Krischer mit der Pipe ist ein direkter Beweis dafür, wie ungezwungen unsere Vorväter mit dem Thema Hanf als Genussmittel umgegangen sind. Meine Damen und Herren, haben wir den Mut zur Wahrheit und schreiben uns diese nicht nur auf die Fahne? Nutzen wir diese Chancen und halten uns an Fakten statt an Mythen und Legenden. Mein Name ist Stefan Klass, ich bin Westfale, ich trage mein Herz auf der Zunge und ich habe auch nicht aufrecht reden und sprechen gelernt, um jetzt im Alter meine Feste zu halten und zu kriechen. Mit mir dürfte in Berlin garantiert niemand rechnen, das kann ich Ihnen versprechen. Sie haben da mit Sicherheit auch nicht gerechnet, heute Abend so einen Vortrag zu hören oder diesen Tag. In diesem Sinne, geht auf. Dankeschön. Das war heute für den Wochenton. Sie haben uns eine Minute geschenkt. Frage. Bitteschön. Ich wollte Sie fragen, was meinen Sie zu den vielen Leuten, die sich mit Abhängigen beschäftigen, die also keine Vorteile haben, wie Ökonomen, und die eindeutig darauf verweisen, dass schwere schizophrene Verläufe, Chronifizierungen von Angststörungen in hoher Zahl und Auftreten von Psychosyndromen einfach zu Marianne dazugehören? Nun wissen Sie, dass es so, die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass es Prädispositionen gibt, die den Konsum von Cannabis ausschließen. Das gilt natürlich einmal im medizinischen Bereich und dann zum anderen auch im Bereich Genussmittel. Nur ist das so, dass jemand, der schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat oder unter möglichen Psychosen leidet, diese auch mit Alkohol auslösen würde, der frei überall erhältlich ist. Von daher ist das kein wirkliches Argument. Und wenn wir das Thema in den Tabubereich lassen, findet wie gesagt auch keine soziale Kontrolle statt. In einem konservativen Haushalt, wenn das Kind zum Beispiel in der Schule damit das erste Mal in Berührung kommt, wird es, wenn das im Verborgenen bleibt, sich mit Sicherheit überhaupt nicht trauen, mit seinen Eltern darüber zu reden. Und alles, was im Verborgenen geschieht, entzieht sich der Kontrolle. Wie gesagt, die Menschen kiffen, ob man will oder nicht, und selbst im Görlitzer Park wurde jetzt die Nulltoleranzzone aufgehoben, da wurden bis jetzt 6.400 Polizeistunden im Monat verbrannt. Und es gab auch eine Stellungnahme, da wurde dann gesagt, dass das überhaupt keinen Effekt hatte, diese ganzen Maßnahmen. Von daher ist das unursinnig. Stattdessen. Danke, die Minute ist um. Die Frage Nummer 2. Für Wiebe, Kreisfreund Christendorf. Sie haben wahrscheinlich von der Studie gehört, dass in den USA langfristig angelegt, dass der Konsum von Cannabis sogar prophylaktisch gegen Krebs wirken soll. Ab wie vielen Jahren wird Sie Alkohol und dann frei oder Cannabis besser gesagt? Also da wir den Alkohol sowieso in unserer Gesellschaft nicht mehr wegbekommen und auch harter Alkohol ab 18 Jahre erhältlich ist, würde ich das auch auf 18 legalisieren. Streng genommen ist es eigentlich immer ein Fehler, wenn man dem Gehirn vor dem 25. Lebensjahr weitere chemische Substanzen hinzufügt, da das Gehirn dann auch mit der Bildung neuronaler Netzwerke verbunden ist. Das heißt, sobald ich in dieser Entwicklung meine Lernprozesse, meine Denkmuster und meine Verhaltensregeln lerne und ich schütte da irgendwas mit bei, egal ob Cannabis oder Alkohol oder von mir aus auch den ganzen Alkoholpost, der ganze Kram, dann ist das nicht gut. Und das ist aber auch was, was man nicht ansprechen kann, weil es im Verborgenen bleibt. Wir sollten da viel mehr aufklären und wir sollten auch nicht einfach diese Chancen vor uns liegen lassen. Weil, wie gesagt, die Menschen tun es eh. Ob wir das legalisieren oder nicht, spielt aber überhaupt keine Rolle. Danke. Frage Nummer 3. Okay, also der Hanf braucht leider selbst jede Menge Inhaltsstoffe, produziert die ihn gegen Schädlinge schützen, an kaum Pestizide und Herbizide. Und durch diese tiefe Verwurzelung hinterlässt er die Böden im besten Zustand. Das ist eine ideale Vorfrucht für Getreide zum Beispiel. Die Nutzhandpflanze selber hat einen THC-Gehalt von maximal 0,2%. In deutschen Nutzhandbauern können zwischen 23 Sorten wählen, die sie frei kaufen können.
Das sind die größten Probleme, die die Landwirtschaft bei uns hat, nicht tatsächlich in der Bearbeitung der Nutzlandfaser, weil die sehr störrisch ist. Und wie gesagt, die Technologie auch von 90 Jahren stehen geblieben ist, auch da ein riesengroßes Wachstumspotenzial zu holen ist. Dankeschön. Frage Nummer 4. Nochmal, wie können Sie es verantworten, dass viele ja Tausende von Jugendlichen, die durch den laschen Umgang, durch die fehlenden Maßnahmen zum regelmäßigen Cannabiskonsum kommen, dass sie in eine schwere Schizophrenie reingeraten und ihr Leben vernichtet? Wie können Sie das verantworten? Ja, das verantworten wir jetzt von Alkohol auch. Ich weiß nicht, wo da jetzt die Frage stellen muss. Wie gesagt, die Schizophrenie kann genauso gut den Alkoholrausch ausgelöst werden wie durch den Cannabisrausch. Und nochmal, wir haben das Problem, dass THC ist 64 entdeckt worden und über 20 Jahre später hat man erst Kenntnis vom körpereigenen Endocannabinoid-System. Deshalb steckt die Forschung immer noch sehr in den Kinderschuhen. Und es gibt viele Studien, die in meine Richtung weisen. Aber wie gesagt, wenn Denkverbote herrschen, kann man noch nicht forschen, dann kann man noch offen aufklären. Wenn man offen aufklärt, dann bleibt das auch im Bewusstsein der Leute hängen. Und die Kinder klären sich dann quasi auch oder werden vom Dealer aufgeklärt. Wird man das staatlich lizenzieren, wird man den Schwarzmarkt trockenlegen und die Jugendlichen hätten gar keine Chance mehr daran. Dankeschön. Ein kleiner Hinweis noch mal wieder. Ich höre den Kandidaten so gut wie gar nicht, aber ich höre viele 100 Stimmen. Okay? Herr Lose. Ja, Christian Lose, Kreisverband Bochum. Sie sind nicht derzeit vorhanden, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt haben Sie das, nehmen wir mal an, durchgesetzt im Bundestag. Was machen Sie denn dann überhaupt? Ich habe überhaupt nicht gehört, was Sie sonst machen wollen für uns. Ja, das habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt. Ich habe vor, erstmal jede Menge Menschen von der Straße zu holen und auf diese Art und Weise nur Brot zu bekommen. Danach könnte man sich zum Beispiel darum kümmern, dass die Technologie weiter vorangetrieben wird und dass wir da auch wieder weltweit führen werden. Die Firma Klaas hat zum Beispiel erste Erntemaschinenansätze in Kanada getestet, die relativ vielversprechend sind und da ist dann jede Menge zu holen für uns. Und ich weiß nicht, warum wir diese Chancen rein aus ideologischer Borniertheit, weil wir den Kopf nicht auch schon aus dem Arsch gezogen kriegen, uns verwehren sollen. Wir haben uns den Mut zur Wahrheit auf die Flanke geschrieben, da sollten wir uns auch an Fakten halten und nicht an Lügen und Legenden. Dankeschön, Herr Klaas, für 5 Fragen, 5 Antworten. Danke.